Servus Leute und sehr herzlich willkommen zur nächsten Folge der AC Mailand Karriere. Nach, ich glaube, 2 Wochen ist es jetzt schon wieder her. Also die letzte Folge ist jetzt schon etwas länger her und wir haben es hier schon gerade gesehen. Ryan Sessegnon ist jetzt hier in Mailand angekommen. Wir haben ihn ja für 1,5 Millionen Euro verpflichtet und er wird jetzt wahrscheinlich für Rodriguez auf der Linksverteidigerposition spielen. Vielleicht setzen wir ihn auch manchmal als linken Flügel ein. Und wenn wir hier mal auf die Tabelle schauen, wir sind direkt hinter Juventus Turin. Wir haben fast alles gleich, nur sie haben halt die Tordifferenz, besser. So, und hier ist Ryan Sessegnon. Er hat eine 68er Gesamtstärke, aber die wird sich schnell nach oben bauen, weil der hat, glaube ich, ein 88er Potenzial oder ein 85er Potenzial. Also auf jeden Fall ein guter Spieler für die Zukunft. Ich glaube, wir haben ihn sogar ein bisschen zu früh geholt. Aber naja, dann wird er sich halt bei uns entwickeln. So, und wir sehen hier auch, wir haben jetzt wieder eine Transferphase. Und wenn wir hier mal in unser Team schauen und dann auch hier in die Verteidigung. Also Linksverteidiger sind wir jetzt perfekt hier ausgestattet mit Ryan Sessegnon und Rodriguez. Aber hier haben wir einfach keinen Ersatz. Also wir haben auch gar keinen Rechtsverteidiger mehr. Deswegen müssen wir 2 Rechtsverteidiger jetzt holen. Und ich würde dann sagen, stellen so um, Bonucci wird dann rausgenommen und dann kommt der neue Rechtsverteidiger rein. Und für einen neuen Rechtsverteidiger haben wir so um die 35 Millionen zur Verfügung. Und es kommt eigentlich nur ein Rechtsverteidiger in Frage. Und zwar ist das Benjamin Henrichs. Der sollte so 20 Millionen kosten und ja, der ist eigentlich billig für sein Potenzial. 86er Potenzial hat der Junge. 20 Jahren könnten wir den schon verpflichten. Er kann Rechtsverteidiger und auch Linksverteidiger spielen und deswegen wäre der eigentlich ein guter Spieler für unsere Mannschaft. Benjamin Henrichs wird verpflichtet und zwar für 20 Millionen Euro und 40.000 Euro verdient er, ich glaube, in der Woche oder im Monat. Keine Ahnung, was da in FIFA so los ist. Ja, und damit haben wir jetzt hier einen neuen Rechtsverteidiger. Bonucci werde ich vielleicht sogar in dieser Transferphase noch verkaufen, weil der ist schon 30 Jahre alt und ich mit AC Mailand hier eigentlich einen sehr jungen Kader hier aufbauen. Und ja, da kann er eigentlich nicht mehr mitspielen. Genauso wie bei Bonaventura, er ist auch schon 28 Jahre alt. Also ich würde mal sagen, wenn einer so 30 oder 31 Jahre alt ist, muss der auf die Transferliste. Aber so bis 29 Jahre alt darf der noch bei uns spielen. Aber wir haben eigentlich auch einen sehr jungen Kader. Musacchio ist dann eigentlich auch mit Bonaventura einer der ältesten. Ja, in unserer Startaufstellung, Sessegnon ist ja 17 Jahre alt. Also der Junge, der ist schon Mann für die Zukunft. Ja, Bonucci können wir dann wahrscheinlich doch nicht in dieser Transferphase verkaufen, weil wir den erst anscheinend kürzlich erst von Juventus Turin geholt haben. Naja, ist zwar jetzt schon über ein halbes Jahr her, aber na gut. Okay, Transferangebot für Gianluigi Donnarumma. Also ich möchte da schon über 80 Millionen, also 40 Millionen reichen mir hier dann nicht. Ja, und mal gar nicht bleiben bei dem Angebot. Ich gehe mal 5 Millionen runter. Ja, war klar, dass der wieder rausgeht. So, und dann steht auch schon das erste Ligaspiel in dieser Folge an gegen Crotone. Ja, die sollten eigentlich weit unten drin sein und wir gewinnen 1-0 mit dem Tor durch Bernardo Silva. So, Silva geht im Training eine Gesamtstärke auf 82 hoch. Ein Transferangebot für Suso, aber den will ich ganz ehrlich nicht abgeben. Deswegen lehne ich sofort ab, weil wir sind, glaube ich, sogar unterbesetzt auf dieser Position. Wer ist nur einer von 2 Spielern da, aber der Conti oder wie der auch heißt, den, ja, lasse ich lieber nicht spielen. Und ja, dieser Keeper Gabriel, der wird jetzt hier zu FC Turin ausgeliehen. So, und dann gehen wir gleich rein in das Spiel hier gegen, ja, Cremona. Ich lasse mal hier die zweite beziehungsweise die Elf spielen, aber ich denke mal, das sollten wir auch gewinnen. Hoffe ich mal, weil wenn nicht, dann wär's scheiße. Und wir gewinnen natürlich 4-1. Also, ja, easy win. So, in der Liga bleiben wir immer noch auf demselben Stand. Juventus Turin bleibt vor uns noch mit ihrer Tordifferenz. Und Alenia geht hoch auf die 75er Rating. Auf die Rating, ja, das war's mal wieder komplett.
Transferangebot für Ricardo Montolivo. Ist jetzt schon 32 Jahre alt, also er würde auf jeden Fall nicht mehr Bayern spielen. Ich glaube, der will auch schon bald, weil den haben wir bisher auch noch nicht eingesetzt. Viele Spieler haben wir bisher noch nicht eingesetzt. Noch eine 78er Gesamtstärke. Ich verhandle mal, vielleicht bekomme ich so 5 bis 6 Millionen raus. Wäre auf jeden Fall cool. Aber ich denke mal, die werden jetzt nicht mehr hochgehen. Komm, 5,6 gehen wir mal 1 Million noch hoch und das nehmen sie an. Ja, der Vertreter von Porto geht dann wieder und zwar in einem Angebot von 5,6 Millionen. Ey, eine Frage, was ist mit diesem Storari bitte falsch? Er hat eine 76er Gesamtstärke. Ist 41 Jahre alt, also ich denke mal, es ist kein Gianluigi Buffon. Buffon vor allem. Ja, er hat eine 76er Gesamtstärke und hat einen Marktwert von 0 Euro. Das könnte ich sein, Kappa. So, Ligaspiel gegen Cagliari. Keine Ahnung, ich glaube, die heißt doch irgendwie Cagliari. Irgendwas mit B, glaube ich, noch verlieren wir mit 1 zu 0. Okay, ja, wir spielen aus jetzt. So, da stellen wir hier mal wieder auf unsere normale Elf um. Ja, der Storari verkauft sich halt auch nicht. Und ein sehr wichtiger Spieler kann heute vielleicht wieder sein Comeback geben. Ja, das macht er auch. Also, er wird zwar wieder ausgewechselt, aber naja, ich hoffe mal, dass er auch uns was bringt und vielleicht 2, 3 Tore schießt. Naja, 3 Tore wären zu viel, aber schon 1, 2 wären schon geil von Marco Reus. Und zwar im Pokal gegen Neapel. Das lasse ich jetzt mal durchlaufen. So, ich hoffe natürlich, dass wir dieses Spiel jetzt hier gewinnen. Ja, moin Digga. 30 Minuten, wir liegen 1-0 hinten. Halbzeit, Stand 1-0. Signe kommt raus. Komm, jetzt haben die keinen guten Offensivspieler mehr. Komm, pusht euch. Nein. Ja, Zielinski macht dann noch das 2-0 und damit sind wir raus aus den Coppa Nazionale. Aber ich bin mir nicht sicher, gibt es da nicht ein Rückspiel? Ich glaube, das ist doch so, oder? Gibt es nicht in dem Pokal ein Rückspiel? Nee, gibt es doch keins. Schade. So, Leute, ich habe jetzt mal hier einen Spieler raus, der ganz interessant ist. Er zeigt großes Potenzial vor allem. Großes Potenzial ist 19 Jahre alt, hat eine 65er Gesamtstärke. Ja, und kostet uns nur 1 Million, glaube ich, war ein Gehalt kostet der eigentlich auch nicht. Also, das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ich glaube, der sollte zeigt großes Potenzial, ist, glaube ich, bis 90 oder so. Keine Ahnung. Arne Meyer wird von Hertha BSC zu AC Mailand gebracht. Von mir, Luki Piani. Geiler Transfer. Und er darf auch gleich heute mal ran. Und zwar für... Wo ist er denn? Hier ist er. Und zwar für Bonaventura. Der kommt aber dann trotzdem noch hier rein. Ja, Bonaventura wird halt zu alt, ne? Also deswegen muss der jetzt wahrscheinlich hoffen, dass bald ein Angebot für ihn reinkommt. Ich wollte den nämlich eigentlich auch schon verkaufen. Gehen wir rein ins Topspiel heute gegen Lazio Rom. Also ich wollte gerade sagen, mit dem Unentschieden wäre ich nicht zufrieden. Naja. Okay, Kischner verletzt sich bei Lazio. Also jetzt verkackt einfach nicht, Alter. Ja, also so ein Spiel darfst du nicht verkacken in der Simulation. Also wenn du, alles klar, ja, okay, ja, verkackst es trotzdem. Unentschieden 2-2 und damit sollten wir wieder weiter weg sein von der Tabellenspitze. Nur noch so Fünfter wahrscheinlich. Nee, wir sind sogar noch Zweiter. Ja, nur 3 Punkte weg von Juve. Und ja, keiner verbessert sich im Training. So, wir können ja mal hier in die Transfers schauen. Cardi wechselt zu Paris Saint-Germain, Mbappé zu Madrid, okay. Also das check ich ja nicht, ich bin doch noch im ersten Jahr. Also, der sollte doch noch bei Paris spielen. Ach nee, ich habe ja Starterkader ausgewählt. Okay, ja, dann stimmt es. Und Jimenez wechselt zu Atletico Madrid. Nee, wechselt von Atletico Madrid zu Manchester United. Hier sehen wir es auch nochmal. Ja, und dieser Hernandez wird verliehen. So, und das war's auch von der letzten Transferphase dieser Saison. Ja, die Wintertransferphase ist vorüber. Und das war's dann auch von dieser Folge heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da unten. Abo, ich hau rein, ihr haut auch rein. Ciao!